Leba tohira ik reis die gons hortlich en heit die welkom ter is a karte Bibelbetrachtung. Van nu lees ik Efeesa het zaaste kapitel de farge 5 bad 9. Do zegt het jeetje naast, je haar hier in een wietslied en deint aan met vaart en zetteren op eerens van hoorte, zoals van je Christus zelfs deinde. Oba deint niet bloos dan goot, van de wiet zine uwe ewe jun haf. Deint zo, als van je Christus zine deine weer. Dat je wessen hoofd dat wat je leven dat God je volgen wordt. Dat zal je weten, dat gode wat je donen, wat de haar junt belonen, en doen als je skloven of vrije mensen zijn. En je wie het slid denkt aan je verantwoording. Ziet je rood zo je wessen hoofd, te junt deina, als je van aan verlangen te junt te zijn. Misbruikt je wilt even aan niet. Denk daaraan dat je voor demselfde haar verantwoordelijk bent als zij. God maakt tussen keinem einen Unterschied. Im römischen Rijk wäre, zoals man vandaag weet, dat miljoenen en miljoenen sklaven. Dat meint ze wäre een deem van die wietslied wat eentje gekocht hadden. In de sklavenhandel wie een riesen geschaft in het Römische Rijk, in de stad wordt te die tijd geschaft. De Bibel deed de sklaverie niet direct verdammen, maar ook niet direct goedheid. Vandaag is het gelijk de sklaverie op die oort afgeschaft. Oba Paulus heeft je aanordning waar dat verhältnis tussen arbeider en arbeidgever zijn zal. Toe eerst aan den die du deine deed, aan een arbeidnehmer, aan een arbeider, dat hij zal zijn arbeid doen als voor God. Kijk, dat is het wichtigste principe in den gedanken die een christelijke arbeidnehmer die wat uitarbeidet of wo immer hij schaffen deed, immer weiter soll seine Arbeit wat an eerste steht als voor God gedaan. Nicht bloß dann geht die Arbeit, wenn die Menschen dort sein oder der Wirt der Ram ist, sondern dann würden die Menschen deine sein. Dann würde es so sein, als wenn ich oder wenn ein Arbeiter wird für seinen Wirt deine an erster steht. Paulus will hier sehr klar den Unterschied machen, dass er dann würde als die Menschen gefallen sein. Nein. Als einer, der seine Arbeit für Gott und für Gott seine Ehe hat. So, wenn ein Arbeiter von seinen 8 Stunden scharfen Hüst kommt, dann ist die Frau nicht, habe ich meinen Wirt Gott gedient, sondern habe ich meinen Herrn Jesus Christus Gott gedient und am verherrlicht mit meiner Arbeit. Der andere Prinzip ist der Wirt. Er soll seine Macht über den Arbeiter nicht missbrauchen. Von der Nacht wird wie sei, soll den Gereich betonen, Gereich behandeln, nicht ausnutzen, sondern der christliche Leben, der christliche Anstand soll zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber der Regel sein. Alle beide, der Arbeiter und der Arbeitgeber, die sollen weiter dat ohne Ansehen van een persoon eend beloond wordt worden. God wordt een einfachen Arbeiter, krijgt so viel Loon geven, wenn hij zijn Arbeit ter de Ehe Gottes gedaan heeft, en hij wordt krijgt so goed zijn Belohnung van God gereden, als die wat aan de Arbeit gegeven heeft, en wat geen Ansehen van een persoon zijn, jeder einer wat gereden, je nachdem, in wofür sein hat er das für Gott getan hat. Wenn er das für Gott und für Gottes Ehe getan hat, wird er faulet Lohn kriegen. Wenn er schlendrig war, seine Arbeit prass getan hat, dann wird er da noch einen Lohn kriegen. Aber Gott wird ohne Ansehen Lohn geben und da noch soll der Arbeiter und der Arbeitgeber streben, Gott zu ehren mit dem, was er tut.
Herr Jesus, danke schön, dass du die Arbeit gegeben hast. Danke schön, dass die Arbeit Sinn im Leben bringt und ein Fährreich ist. Wir wollen beten, dass du uns helfen, wo immer wir sind, die Arbeit gut zu machen. Zu deiner Ehre. Amen.